Ihr habt ihn euch gewünscht, Florian Homm. Harvard-Student, Hedgefonds-Manager und in dieser Position ehemaliger Dollar-Milliardär, dann der große Fall, international gesucht, von dem FBI, vom DEA und so weiter und dann nach einer Zeit im Knast. Heute eine polarisierende Figur, die sowohl weiterhin Finanzwissen teilt, als auch zusätzlich generell lebensphilosophische Ratschläge, was einen denn wirklich im Leben erfüllt. Und egal wie man inhaltlich zu ihm steht, darum geht es ja hier bei den Charisma-Analysen hier bei der Redefabrik gar nicht drum, ist er eine Person, die eine sehr starke Kommunikation hat, die polarisiert. Manche Leute hassen ihn, manche Leute lieben ihn und da ein spannendes Charisma hat, das ihr euch gewünscht habt für eine Charisma-Analyse, schauen wir doch mal direkt. Äußern, wo ich denke, da muss ja mehr da sein und das ist mir natürlich klar, dass der mehr ist. Endlich mal nicht nur Geld. Es ist erfrischend. Ich möchte zwei, drei Sätze. Was ich sowohl bei diesem Interview als auch bei den anderen Interviews sehr stark gemerkt habe, Florian Homm drückt Lob explizit stark aus. In der Situation, du hast es vielleicht sogar bemerkt, unterbricht er sogar den Interviewer und eben nicht, wie normalerweise, wenn man vielleicht widersprechen will, wenn man irgendwie einen Punkt machen möchte, wo man der anderen Person nicht zustimmt, sondern wirklich, weil er ein positives Lob einfach nur geben möchte. Und das kann ich dir auch für deinen eigenen Alltag empfehlen. In Gesprächen mit anderen Leuten, da haben wir oft positive Gedanken, denken, hey, das ist vielleicht eine coole Frage oder hey, danke für das Kompliment, das du mir gegeben hast oder das finde ich wirklich toll, was du da gerade gesagt hast. Allerdings halten wir es oft zurück. Manchmal vielleicht aus der Angst, um irgendwie schlecht zu wirken oder nicht so stark zu wirken. Wenn du ein wirklich ehrlich gemeintes Kompliment gibst und das auf einer selbstsicheren Art und Weise machst, dann kannst du es damit schaffen, ja, sowohl diese wahre Wertschätzung der anderen Person auch rüberzubringen und gleichzeitig dann auch wieder zurückgemocht zu werden. Nicht als Technik, sondern weil da eine wirkliche Wertschätzung für die andere Person da ist. Und das empfehle ich dir auch wirklich sehr. Was ich hier etwas komisch fand, du hast es vielleicht auch gesehen von der Mimik, er war hier relativ eingefroren fast schon. Endlich mal nicht. Also zwar lächelt er hier unten, allerdings die sogenannten Krähenfüße, also die kleinen Fältchen, die wir hier am Auge sehen würden, die zusätzlich bei dem ehrlichen, ernst gemeinten Lachen da sein würden, die sieht man hier nicht so ganz klar. Nur Geld. Es ist erfrischend. Ich möchte zwei, drei Sätze. Allerdings scheint er dieses Kompliment und auch generell auch in weiteren Szenen dieses Interviews und auch bei anderen Interviews das durchaus ernst zu meinen. Das ist eine Sache, die ich dir auch für deinen Alltag empfehle. Nimm Wertschätzung für dich wahr und teile sie dann auch mit der anderen Person. Wie groß sind Sie? 2 Meter, aber es ist egal, ich bin der drittkleinste der Nationalmannschaft. Mhm. Also mit 2 Meter rockt man keinen vom Stuhl. Sehr spannend hier, du hast es vielleicht gemerkt von Florian Homms Seite, auf die Frage, wie groß er ist, antwortet er nicht, ich bin 2 Meter groß oder ja, ich bin 2 Meter groß und das war natürlich auch schon ein Vorteil und so weiter, sondern er macht ein bewusstes Understatement. Also natürlich ist die Faktenlage so, dass er vielleicht der drittkleinste war, aber er könnte es ja zumindest positiv darstellen. Und das ist eine sehr interessante Sache, gerade wenn du hier als Interviewgast oder sowieso mit einer großen Autorität, auch der ganzen Einleitung und so weiter schon eingeleitet wurdest und der Status hoch ist, dann kann ein Understatement in einem Bereich, der jetzt nichts mit deinem aktuellen inhaltlichen Bereich zu tun hat, also wäre jetzt nicht hilfreich zu sagen, ja, Hedgefonds kenne ich mich eigentlich gar nicht so gut aus, aber in einem anderen Bereich ein Understatement zu machen, sogar noch vergrößernd wirken. Ja, sogar hier jetzt fast auf der physischen Ebene, aber wirklich das zu nutzen, um eben auch zu zeigen, hey, ich muss nicht das, was ich bin, größer darstellen, als es ist, sondern ich kann auch eben in dieses Understatement reingehen, das hat oft noch eine stärkere Wirkung. Natürlich, ganz wichtig, wenn du hier auf dem Kanal vorbeischaust, das sind alles Sachen zum Thema Kommunikation und Charisma, nicht zu den Inhalten. Heißt, abonniere gerne den Kanal, wenn du weitere solcher Analysen sehen möchtest. Und die wurde mir ja auch auf Instagram zugesendet. Wenn du auch einen Analysevorschlag hast, dann schreib ihn mir gerne auf Instagram bei @redefabrik oder einfach unter dem Video hier. Meine Kinder hatten engeres Verhältnis mit uns, meinem Chauffeur als mit mir. Die haben den Chauffeur umarmt, wie wir dann im Schloss in Luxemburg ankamen und mich so Hi Dad und hatten dann den Herrn Hinze umarmt. Also das war wirklich ganz schön fertig. Die Inhaftierung ist die Frage. Hier sehr spannend und das sage ich immer wieder, weil es ein so mächtiges Werkzeug effektiver Kommunikation ist und nicht nur mächtig im Sinne von stark überzeugend, sondern wirklich auch extrem unterhaltsam Storytelling.
erzähle Geschichten. Na, natürlich sowohl, zum einen hat er den inhaltlichen Vorteil in gewisser Weise, einfach sehr interessante Geschichten erzählen zu können, also von der inhaltlichen Ebene, allerdings auch die Art und Weise, wie er sie erzählt, ist sehr fesselnd. Na, zum Beispiel bei dem Ausschnitt, den wir gerade gesehen haben, wo er dann sagt, ja, und dann, wenn wir reingefahren sind mit dem Auto, dann hat der Sohn irgendwie den Chauffeur viel mehr umarmt, gesagt, hey und so weiter, und bei mir hat er nur gesagt, hey Dad und sowas. Heißt das wirklich auf eine so bildhafte Ebene zu bringen? Da ist so wie so ein kleiner Film, der sich in unserem Kopf abspielt. Das ist eine extrem überzeugende Sache, weil wir uns dann diese Bilder lebhaft vorstellen können. Und das ist wirklich eine schöne Sache, die du auch für deinen Alltag nutzen kannst. Heißt, trau dich, Geschichten zu erzählen. Ja, auch gerade, wenn du als Autorität oder als Kompetenz wahrgenommen werden willst. Man denkt so oft, ja, aber da muss ich auch Zahlen, Daten, Fakten bringen. Nein, Storytelling ist unglaublich wichtig, um eben auch diesen Draht aufzubauen. Und das eben mit möglichst bildhaften Geschichten. Lass die Leute eintauchen. Hab solche Dialoge, wie jetzt hier Florian Homm auch im Endeffekt erzählt hat. Und eben auch bitte sehr spannende Sachen reinzubringen, weil damit erhöhst du natürlich das Interesse der Zuhörenden auch. Was ich allerdings schon etwas komisch finde, schaut es euch mal ganz genau an, achtet mal auf den Gesichtsausdruck von Florian Homm. Jemand anderes hat mir auch eine Mail geschrieben, ob ich ihn nicht mal analysieren kann, ob er denn nicht ein Psychopath ist. Muss ich sagen, es ist irgendwie ein sehr interessanter Emotionsausdruck und da weiß man eben nicht, fühlt er die Emotionen in diesem Moment wirklich nicht oder ist es einfach eine Geschichte, die er schon so oft erzählt hat und er quasi jetzt einfach nur noch wie jemand, der quasi innerlich vorliest in gewisser Weise, aber relativ wenig emotional involviert ist. Schaut mal auf seinen Gesichtsausdruck. Damalige Seelenverwandte auch noch gerade weggesenzt, meine Kinder. Also ein relativ leerer Ausdruck und dann auch beim Blickkontakt halten, wenn er über positive Dinge oder auch negative Dinge redet, verändert sich wenig in der Mimik selbst. Er hat ein engeres Verhältnis mit uns, meinem Chauffeur als mit mir. Die haben den Chauffeur umarmt, wie wir dann im Schloss in Luxemburg ankamen und mich so, hi Dad, und hatten dann den Herrn Hinze umarmt. Also das war wirklich ganz schön fertig. Also der Emotionsausdruck, der ist etwas zurückgefahren in gewisser Weise. Allerdings hatte er eine starke Expressivität. Schauen wir mal rein. Der war mit 16 in der Hitlerjugend, der hatte schwerste Sachen erlebt, mein Großvater mütterlicherseits und väterlicherseits. Hier ist das, was ich mit dieser Expressivität meine. Irgendwie hat er selbst nicht den emotionalen Zugang so wirklich dazu, allerdings ist er in seiner Körpersprache und seiner Ausdrucksweise sehr expressiv, sehr stark im Ausdruck, was auch sehr hilfreich ist, um andere Leute in den Bann zu ziehen, einfach zu sagen, der und der und so weiter. Das ist so ein bisschen aus der eigenen, sag ich mal, Normalitätszone rauszugehen, was natürlich die Aufmerksamkeit sehr stark bindet. Meine jetzt nicht, du bist der super individuellste auf dem Planeten. Ja, das meinen nämlich von 7,8 Milliarden sehr viele, aber die Welt dreht sich auch nicht nur, also es wäre verrückt, also die Welt dreht sich gleichzeitig um 7,8 Milliarden, das ist recht echt ziemlich wirres Zeugs. Und hier ist es schon so, dass er diese inspirative Komponente auch noch mit dabei hat. Also einfach durch Aussagen, wie beispielsweise, hey, überleg doch mal, die Welt dreht sich nicht nur um dich, was jetzt an sich eine relativ klare Aussage ist, aber von seinem Standpunkt, wo man sagt, hey, er hätte gerade in dieser Interviewsituation schon viel gehabt, wo es jetzt nicht komisch gewesen wäre, wenn er zumindest selbst denken würde, dass er sehr viel macht oder sehr viel die Welt um sich dreht, in gewisser Weise um ihn dreht. Ganz wichtig, eben auch noch diese inspirative Komponente mit drin zu haben, wenn er das natürlich jetzt auch verkörpern will. Das brauchst du nicht unbedingt, um irgendwie als polarisierende Wirtschafts- oder Finanzfigur irgendwie aufzutreten. Allerdings auch eine der 6 Facetten, die wir bei uns in der Charisma-Ausbildung auch haben, eben Inspiration, zu schauen, was sind die Gedanken, die du auch weitergeben möchtest, die vielleicht über dich selbst so ein bisschen hinausgehen. Und dann kommen wir zu einer extrem spannenden Szene. Herr Homm, wer sind Sie? Ach, liebevolle Frage. Oder wissen Sie das gar nicht? Ja, doch, ich weiß es definitiv. Ja? Ja. Ich bin ein Mensch. Der das Leben liebt. Jetzt hat er die Emotionen und kommen hoch. Nach langer Zeit zu sich gefunden hat. Das bin ich.
Was wollen Sie? Das war mal ein Stare-Down. Sehr spannend. Also, was natürlich gerade für jemanden in seiner Position, ja, oder der Position, die er sich auch erarbeitet hat, super wichtig ist, eben auch in diese Selbstsicherheit reingehen zu können, nicht zu zucken. Das war jetzt ja fast schon wie bei den alten Western oder so, wo dann beide sich in die Augen schauen und ne, wer zuckt zuerst, in gewisser Weise. Sehr interessant. Auch für dich vielleicht wichtig für den Alltag, diese Nicht-Reaktivität, die ich auch schon in der Analyse zu Peaky Blinders eben mir angeschaut habe bei Thomas Shelby, die ist hier auch wieder sehr stark vorhanden. Das ist auch eine der anderen der 6 Facetten des Charisma, diese Selbstsicherheit auch ausstrahlen zu können. Wenn du übrigens eine kostenlose Charisma-Analyse im 1:1-Gespräch mit mir haben möchtest, dann schau gerne mal auf charismatisch-werden.de vorbei, verlinke ich dir auch in der Videobeschreibung, um da einfach einen Blick drauf zu bekommen, wie charismatisch du jetzt schon bist. Und das finde ich eben das Besondere und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum Florian Homm so eine polarisierende Person auch für viele ist, weil er durch seinen Ausdruck eben viele verschiedene Facetten des Charisma eben verkörpert hat. Ja, sowohl diese emotionale Expressivität und dieser Vitalität, dann eben auch die Inspiration, dann aber auch die Selbstsicherheit, die fast schon so diametral entgegenwirkt. Also er wirkt jetzt nicht immer sonderlich positiv warm zugewandt, allerdings schon irgendwie faszinierend, sowohl durch das, was er inhaltlich sagt, aber auch die Art und Weise, wie er es sagt. Anderen Interessen habe. Es ist keine Kunst, viel Geld zu machen, wenn ich keine anderen Interessen habe, als viel Geld zu machen. Es ist sogar traurig. Wir haben so eine spannende Welt, wir haben so viele unterschiedliche Menschen, Charaktere. Ich darf doch auch mal das Leben lieben, ja, und genießen, ohne irgendwelche, epigenetischen Zwänge aus meiner Historie, Mann. Mhm. Ich darf auch frei sein, ich sage auch meine Meinung frei und ich lasse mir auch den Mund nicht verbieten. Und dass ich versuche dringend in diesem Lebensabschnitt ein zweites Leben. Ich versuche das, ja, da geht's. Auch hier wieder sehr spannend, sehr unterschiedlich der Ausdruck, was ich extrem empfehlen kann. Ja, auch gerade als Mann, der hier seine Statusposition vielleicht irgendwie präsentieren möchte, trotzdem eher auch ganz klar Emotionen zuzulassen. Ich finde es hier tatsächlich von der Kommunikation ein bisschen verquer, also meine epigenetischen Nachteile, was auch immer, also sowohl von der Genetik her, er hat eine tiefe Stimme, er ist sehr groß, was psychologisch gesehen viele Vorteile einfach in der Wahrnehmung hat. Er ist in die Familie Neckermann, dazu hat er Kontakte und so weiter. Also er hat eigentlich doch schon ganz gute Voraussetzungen. Klar waren natürlich andere Themen, die schwer sind, aber das jetzt so zu verdrehen, auch ja, ich lasse mir nicht den Mund verbieten, natürlich ist es richtig, kann er auch sagen, allerdings hier so eine Täter-Opfer-Umkehr in gewisser Weise zu machen, wirkt mir hier für seinen Standpunkt ein bisschen verquer, wobei das natürlich auch passen kann in seiner Position, wo er natürlich auch so ein bisschen diesen Rebellen spielen will, ne, der Most Wanted FBI und so weiter war. Auch hier wieder, genau wie bei allen anderen Analysen, nimm für dich das mit, was für dich hilfreich sein kann. Ja, wir haben Leute hier auf dem Kanal analysiert, die teilweise fragwürdige Sachen mit dabei haben, die sehr positive Sachen mit dabei haben. Und da halt einfach zu überlegen, wie kannst du für dich deine guten Inhalte eben durch eine starke charismatische Kommunikation rüberbringen. Wenn du da eine Analyse im Gespräch mit mir haben möchtest, trag dich gerne ein, bewirb dich gerne über das Formular unten in der Videobeschreibung. Ansonsten kannst du auch gerne abonnieren und mir weitere Vorschläge, zum Beispiel auf Instagram bei @redefabrik senden. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ganz viel kommunikativen Erfolg.